Und damit begrüße ich euch zu einem neuen Spiel auf dem Kanal. Wir spielen den Tennis Elbow Manager und zwar die Nummer 2, den es jetzt seit 2019 gibt. Ich bin sehr gehypt. Was ich jetzt von dem Spiel gesehen habe, ist erstmal okay. Es wirkt auf den ersten Blick ein bisschen merkwürdig, ein bisschen eintönig, auf den zweiten Blick auch noch. Aber wenn man dann mal in diese 3D-Spiele reingeht, wo man viel Taktik und coachen kann, dann wird das bestimmt noch richtig Spaß machen. Also, wir sehen hier trainierte Spieler. Ich habe auch schon mal einen Spieler kreiert. Wir starten mit Tommy Haas, den wir aus der Mottenkiste wieder hervorgeholt haben. Also, ich habe aus ihm eher einen Grundlinienspieler gemacht, hat sich in seiner Karriere doch sehr entwickelt, vom Grundlinienspieler auch zum Allrounder. Gerade später ist er dann auch auf Sandplatz sehr gut zurechtgekommen. Ich erinnere nochmal an das Viertelfinale gegen Roger Federer, wo er ja sogar einen Breakball hatte zum 5-4 im dritten Satz mit 2-0 Satzführung im Rücken. Das war das Jahr, wo Rafael Nadal gegen Robin Söderling ausgeschieden ist und wo Roger Federer dann seinen Grand Slam, quasi alle 4 Turniere zu gewinnen, dann auch endlich mal perfekt machen konnte. Also nicht in einem Jahr, aber damit hatte er alle 4 Grand Slams gewonnen. Das ist natürlich schwierig, unter der Ägide von Rafael Nadal das mal zu schaffen. Djokovic hat das ja auch geschafft. Also Tommy Haas am Ende der Karriere wirklich richtig, richtig guter Allrounder vor allem, dann auch auf Rasen, Turnier in Halle gewonnen, ich glaube im Finale gegen Djokovic, dann Halbfinale gegen Federer Wimbledon gespielt, wo er relativ chancenlos war. Aber trotzdem, das war nochmal eine richtig gute Zeit von Tommy Haas. Das hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber wir spielen jetzt den jungen Tommy Haas. Das ist der, der erstmal auf die Bälle viel draufgehauen hat, der auch ein bisschen trainingsfaul war, sich deswegen wahrscheinlich auch relativ häufig verletzt hat. Gut, gibt natürlich auch noch andere Gründe dafür, warum es nicht so geklappt hat. Ich habe aus ihm auf jeden Fall auch einen Hitzkopf gemacht. Ich weiß nicht, ob die Spieler auch hier vor sich her brabbeln und schimpfen und ihre Box beschimpfen, dass sie doch alle keine Ahnung haben. Auf jeden Fall finde ich, ist der Spieler erstmal ganz gut gelungen. Ich finde, das sieht ein bisschen aus wie der junge Tommy Haas. Ich habe ihm auch den Pferdeschwanz hinten gemacht. Von den Bewegungen her müsste es eigentlich auch ganz gut passen. Das können wir uns dann im Spiel ja mal anschauen. Also Aufschlagbewegung, einhändige Rückhand natürlich, wo er die zweite Hand noch am Schlägergriff hat. Da bin ich sehr gespannt, was ihr da sagt. Ich bin gehypt für dieses Spiel. Es ist, wie gesagt, jetzt kein besonders komplexes Spiel. Wir sehen, wir sind jetzt Ende 2018. Wir haben hier die Möglichkeit, das Training einzustellen. Wir haben noch 42 Trainingsstunden. Wir haben die Möglichkeit, dann einen Trainingsplatz auszuwählen. Was momentan nicht möglich ist, da unser Trainingsgelände momentan nur Hartplätze vorsieht. Das habe ich jetzt auch mit Absicht mal so gelassen. So, dann können wir für die langen Rallyes können wir trainieren. Da sehen wir Vorhandhärte, Konsequenz, Präzision. Dasselbe gibt es nochmal für die Rückhand. Wir können Volley trainieren, Aufschlag, Spezialschläge. Das ist allerdings jetzt nichts, was wir trainieren können, irgendwie mit Minigames, sondern das ist rein ein bisschen Excel-mäßig, dass wir sagen, wir müssen schauen, dass die Kurzzeitform, die Langzeitform, die Energie, dass das ungefähr passt. Wenn man jetzt mal auf die physischen Fähigkeiten drauf geht, dann sieht man, man kann auch mal Yoga machen, um einfach sich mal eine Pause zu gönnen. Momentan ist ja noch Vorbereitung, der Spieler ist bei 100%. 15% ist natürlich sehr, sehr schwach. Da habe ich auch in den ersten Spielen jetzt zum Teil schon ordentlich auf den Sack bekommen. Und wir kriegen natürlich mentale Fähigkeiten. Also je mehr Spiele wir machen, bei größeren Turnieren auch teilnehmen, wird das dann eben auch nochmal ein wichtiger Faktor sein, dass wir hier Punkte vergeben können. So, wir gehen mal weiter. Ich zeige euch die Planung. Ich würde die ersten Turniere jetzt mal weglassen. Wir sind natürlich in Deutschland angesiedelt. Dort haben wir unser Team. Da werfen wir mal einen Blick ganz kurz auf das Trainingsgelände. Da ist natürlich noch nicht viel passiert. Wir haben hier einen einzigen Hartplatz, auf dem wir trainieren können. Der hat 25.000 gekostet und ich glaube, weiteres sollten wir uns jetzt erstmal sparen. So, sie haben nicht genug Geld. Wir haben momentan 0 Dollar zur Verfügung. Bedeutet, wir müssen unseren Spieler natürlich auch selbstständig trainieren. Sonst wird da erstmal nichts draus. Ich bin Michael Vasi. Wir machen erstmal Schwierigkeitsgrad Junior. Physis habe ich immerhin plus 9%, die ich da vergeben kann. Ansonsten wird das eher schwierig. Eigentlich kann ich gar kein Tennis spielen, um ehrlich zu sein. Also ich bin auch ein super schlechter Tennisspieler, das ein paar Mal gemacht, aber das konnte man eigentlich keinem zumuten. So, dann können wir hier Trainer anstellen. Wir können später auch Spieler rekrutieren, eben für unsere Akademie, für unser Camp, wie man das auch immer nennen möchte. Und haben hier wieder das Coach Center. Also wir trainieren momentan, wir sind quasi Niki Pillage in Personalunion. Wir müssen uns erstmal um alles kümmern. Dann haben wir das Sponsoring. Da haben wir natürlich auch noch keine Angebote, weil kein Mensch Tommy Haas kennt. War beim realen Tommy Haas ja ganz anders, der den Orange Bowl zum Beispiel auch gewonnen hat und natürlich schon Sponsoringverträge mit 17 Jahren in der Tasche hatte. Ähnlich wie das bei Sascha Zverev ja auch der Fall ist.
So, jetzt bin ich sehr, sehr gespannt. Coachvertrag 25 restliche Jahre. Stehen wir da bei Tommy Haas noch an der Seite? Er wird uns beschimpfen, er wird uns richtig niedermachen. So, wie gesagt, viel mehr kann man nicht machen. Was ich noch zeigen möchte, was auch einfach schön ist, ich habe mir dort eine kleine Datei runtergeladen, wo man dann mit den Originalnamen spielen kann. Also Novak Djokovic ist auf der 1, Nadal auf der 2, Federer auf der 3, Alexander Zverev ist hier auf der 6 geführt, der jüngste Spieler dort in den Top 10. Bojan Čurić ist ja noch weit oben, Kyle Edmund, also das sind jetzt nicht die Up-to-Date-Rankings, da gibt es ja doch einige Spieler, die sich da nochmal deutlich verbessert haben, unter anderem Tsitsipas ist ja extrem stark unterwegs, im selben Alter wie Alexander Zverev, der jetzt am 20.04., glaube ich, auch Geburtstag hat. Habe ich vorhin mal nachgeschaut, weil ich erst überlegt habe, ob ich mit Alex Zverev hier reingehe. Also ich bin ein großer Tennisfan. Ich behaupte jetzt auch einfach mal, dass ich durchaus Ahnung vom Tennis habe. Ich bin aber jetzt nicht derjenige, der im Spiel raus immer alles genau von der Taktik richtig einschätzt. Deswegen müssen wir da gemeinsam ein bisschen reinfinden. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an mit Trainieren. Ich würde mit der Physis mal anfangen. Das wurde in den Kommentaren, also was ich so in Foren gelesen habe, gesagt, dass man die Hälfte eigentlich der Trainingszeit erstmal auf die Physis legen sollte. Deswegen fangen wir damit mal an und trainieren einfach mal 11 Stunden in der Woche auf die Physis. Dann sehen wir schon Ausdauer 37,9. Die Kurzzeitform ist jetzt schon mal ziemlich weit runtergegangen. Deswegen sollten wir dann jetzt vielleicht auch einfach mal, ja, sagen wir mal 5 Stunden Yoga. Da sehen wir, dass die Kurzzeitform schnellt auch wieder nach oben. Dann trainieren wir mal unsere Rallye-Fähigkeiten, damit wir auch bei der Rallye Dakar dabei sein können. Da sehen wir jetzt auch, ist schon mal schön hochgegangen. Ein bisschen Volley wäre, glaube ich, noch drin. Jetzt sehen wir, die Kurzzeitform ist schon wieder sehr, sehr niedrig. Wir können auch einfach nochmal eine Pause machen von 5 Stunden. Dann geht das wieder nach oben und wir können jetzt hier wieder weiter verteilen. Dann verteilen wir mal den Rest, die 8 Stunden. Huch. Machen wir mal 4 bei Aufschlag und 4 bei den Spezialschlägen. So, dann haben wir das auch auf 0 verteilt. Wie gesagt, wir können immer Pause machen. Wir müssen natürlich mit maximaler Energie auch in die Spiele reingehen. Ich würde den Spieler jetzt aber erst nochmal die nächsten Wochen ein bisschen leveln. Wir müssen immer 3, 4 Wochen im Voraus das Ganze irgendwie eintragen. Und wir müssen natürlich auch schauen, dass wir auf Hartplatz spielen. Ich würde jetzt mal Woche 10 Halle Hartplatz in der Schweiz ausgeben. Da sind die Reisekosten auch nicht ganz so hoch. Mal schauen, Qualifikation auf jeden Fall teilnehmen. Dann würde ich mal sagen, in Woche 10 starten wir. Dann haben wir noch wirklich viel, viel Zeit. Ansonsten vorher, wir haben hier in Woche 9 auch ein Hallenturnier auf Kunststoff, auch ein noch schnellerer Belag, was uns erstmal liegen wird. Dann starten wir in Woche 9 und Stoche 10, Woche 10 in der Schweiz. Und die anderen Turniere hier zur Erklärung. Einmal Emerson Cup, weiß ich gar nicht genau, was das ist. Aber zur Erklärung, das sind 250er ATP-Turniere, wie man sie ganz normal kennt. Darunter die Kategorie sind die Challenger-Turniere, die von der ITF dann auch sind. Darunter kommen dann eben die Future-Turniere. Und wir können jetzt leider hier in Woche 1 schon nicht mehr rein. Ist aber wie gesagt auch nicht schlimm, weil wir ansonsten ordentlich auf den Sack kriegen würden. Wir trainieren erstmal und gehen dann gut vorbereitet in Woche 9 in der Schweiz. Dort in das erste Turnier. Reisekosten nach Australien sind auch extrem hoch. Deswegen sollte man das lassen. Ich habe erst angefangen, indem ich mir ein Späßchen erlaubt habe und gesagt habe, hey, unser Trainingscamp ist in Madagaskar. Aber das war nicht so clever, weil dann die Reisekosten eben auch sehr, sehr explodiert sind. So, wir haben genug trainiert. Wir gehen mal in die nächste Woche rein. Es gibt keine Ergebnisse und trotzdem gibt es Veränderungen in der Weltrangliste. Dennis Cutler hat sich verbessert, Ryan Harrison, Yoshihito Nishioka und Jiří Veselý. Sander Gille, Sandergil, ich weiß gar nicht. Manche kenne ich hier auch gar nicht. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich gar nicht mehr so aktiv Tennis geschaut habe, wie ich das vor ein paar Jahren noch gemacht habe. Da habe ich wirklich jedes Turnier gesuchtet. So, Francis Tiafoe, talentierter Spieler. Sehr offensiver Spieler, auch schon häufig gegen Zverev gespielt. So, mal schauen. Die Kurzzeitform ist bei 76,2. Energielevel ist hoch. Ich würde sagen, wir trainieren mal ein bisschen unsere Stärke. Das hat doch schon mal ganz gut funktioniert. Dann trainieren wir ein bisschen Rallye. Na, machen wir mal 6 Stunden. Boah, das hat auch noch Luft nach oben. Dann unsere Spezialschläge vielleicht einfach mal 5 Stunden. Dann machen wir mal ein kleines Päuschen, beziehungsweise machen mal Yoga.
Das hat schon wieder gut getan. Dann können wir ein bisschen Aufschlagtraining machen. Man muss immer so ein bisschen hin und her switchen. Noch bin ich nicht so ganz schlüssig draus geworden. Dann machen wir wieder ein bisschen Pause. Sieht eigentlich jetzt erstmal ganz gut aus. Wir können noch ein bisschen Geschwindigkeit vielleicht trainieren. So, und dann machen wir noch ein bisschen Rallye-Training zum Schluss und dann sind wir auch ziemlich platt. Dann haben wir uns wieder leicht verbessert in allen verschiedenen Bereichen. Also Tommy Haas eher grundlinienaggressiv, so wie man ihn halt kennt. Dann gehen wir in die nächste Woche rein, haben wieder alle unsere Punkte verbraten und müssen dann schauen. Man darf auch nicht vergessen, wenn das Turnier natürlich in Woche 9 stattfindet, muss man quasi ja in Woche 8 schon anreisen, weil die Qualifikation am Samstag beginnt. Also das muss man auch immer noch im Kopf haben, damit dort eben auch die Fitness stimmt. So, Woche 2 haben wir. Und wie gesagt, es geht jetzt erstmal so weiter. Wir trainieren quasi nur unseren Spieler. Falls ich irgendwas völlig falsch mache, dann schreibt das bitte einfach. So, meine einzige Hoffnung, Benny hat es leider nicht gespielt. Dem habe ich nämlich gerade geschrieben, weil er ja so ein großer Tennis-Fan ist, ob er da vielleicht ein paar Tipps hat. So, wir sind bei 49,1. Wir sollten vielleicht erstmal wieder ein bisschen uns erholen. Yoga tut immer gut, das hat jetzt nicht ganz so viel gebracht. Volleys sind, wie gesagt, nicht ganz so wichtig, weil wir hauptsächlich von der Grundlinie spielen. Machen wir ein bisschen Rallye-Training und machen danach mal eine Pause. So, hat jetzt auch nicht so viel genutzt. Hier ist es alles ziemlich ausgeglichen, aber in den 20ern haben wir noch wenig Chancen gegen die anderen Spieler. Also es ist sehr unterschiedlich, auch bei den Future-Turnieren. Ist jetzt natürlich auch ein F1-Turnier. Muss man mal schauen, was da für Konkurrenten dabei sind. Wir sind meistens zum Start an 1 gesetzt, habe ich jetzt schon gesehen. Was ich persönlich nicht so toll finde. So, das hat richtig viel gekostet. Yoga bringt uns da wieder zurück. Wir schauen nochmal Spezialschläge ein bisschen was. Und dann investieren wir noch ein bisschen was in Stärke, beziehungsweise verbessert hauptsächlich Ausdauer, Muskeltonus und Geschwindigkeit, hauptsächlich Kraft, Muskeltonus und dann machen wir das doch einmal und dann sind wir eh fertig. Dann haben wir aber uns da wieder auf Null runter. Ist natürlich nicht so gut für die nächste Woche, aber wir sind ja immer noch im Aufbau. So, wir schauen uns mal die Turniere an. In Sydney gewinnt Karin Khachanov gegen Borna Coric. David Goffin gewinnt gegen Daniel, wie heißt der? Schwarzmann? Jetzt habe ich den Vornamen schon wieder vergessen von Schwarzmann. Schauen wir mal, wie heißt er? Diego Schwarzmann natürlich. Cooler Spieler, muss man echt sagen. Hat letztes Jahr, ich glaube, bei den French Open Zverev ordentlich vom Platz geschossen. Oder war es bei den US Open? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat er extrem gut gespielt. Ich glaube, es waren die US Open. Also Goffin und Khachanov sind dort die Sieger. In Sydney, da können wir nochmal einen Blick aufs Tableau werfen, was ich persönlich gerne mache. Juan Martin Del Potro war da an 1 gesetzt, leider wieder verletzt. Aber hier ist er direkt in der ersten Runde gegen Luca Puig ausgeschieden, der ziemlich stark in dem Spiel zu sein scheint. Und ich glaube, Tommy Haas war sogar mal der Trainer von Luca Puig, wenn ich mich da nicht täusche. So, Marin Cilic ist dann gegen Kyrgios rausgeflogen, der seinerseits gegen Khachanov raus ist und der dann das Turnier gewinnt. Also gute Vorbereitung auf die Australian Open. Werfen noch einen Blick auf das Turnier in Auckland, das David Goffin gewinnt. Alexander Zverev direkt in der ersten Runde raus gegen Kljan. Goffin hat sich dann durchgesetzt, ganz knapp gegen Kljan und gewinnt das Turnier dann in 3 gegen Diego Schwartzmann. Kevin Anderson, also die beiden Topgesetzten, früh raus. Tommy Haas wollte ich schon sagen, Alexander Zverev auch in der ersten Runde. Alles andere als optimal. So, wir haben wieder Trainingsstunden, 42 zu vergeben. Wir sollten allerdings vorsichtig anfangen. Können ja erstmal ein kleines bisschen sprinten. Und oh, das war nicht gut. Jetzt sind wir direkt auf Null runter. Das hätte ich nicht machen sollen, weil jetzt können wir gar nichts mehr trainieren. Jo, da sollten wir pausieren. Das war nicht so gut. Da haben wir eine Trainingswoche mehr oder weniger verschenkt. Da müssen wir uns jetzt erstmal ein bisschen erholen. Aber das müsste dann in der Woche drauf auch schon wieder besser sein. So, dann haben wir nämlich jetzt 83,6. Dann können wir erst noch mal ein bisschen Rallye-Training machen. Machen wir das mal 7 Stunden. Das funktioniert dann erstmal ganz gut. Wie gesagt, Volley können wir fast ein bisschen außen vor lassen. Der Aufschlag ist natürlich wichtig.
Dann machen wir ein kleines bisschen Yoga. Das hilft uns schon wieder sehr. Und trainieren noch ein wenig die Grundlagen. So, dann sind wir da schon mal ganz gut. Ich würde noch mal ein bisschen in Rallye investieren. Genau, das sieht gut aus. Und dann haben wir noch 9 Stunden übrig. Dann machen wir hier mal 5 und geben beim Aufschlag den Rest rein. Boah, dann sind wir auf 1,8 runter. Aber trotzdem haben wir alle Trainingsstunden genutzt. Nächstes Turnier, wie gesagt, in Woche 9. Da bereiten wir uns erstmal ordentlich drauf vor. Wir sehen Australian Open, Australian Slam, wie es hier so schön heißt. Novak Djokovic dann in 5 Sätzen gegen Rafael Nadal durchgesetzt. Wir werfen mal einen Blick auf das komplette Tableau. Das wird wahrscheinlich schwierig werden, weil man hier scrollen muss. Gehen wir mal kurz zurück und schauen, was Alexander Zverev denn so gemacht hat. Kevin Anderson, Khachanov. Jetzt haben wir ihn gerade übersprungen. Da haben wir Zverev, der im Achtelfinale gegen Djokovic raus ist in 4 Sätzen, was ich gar nicht mal so unrealistisch finde. Dann schauen wir mal auf das letzte Tableau. Djokovic gegen was? Boksancic. Im Achtelfinale. Okay, gegen Tsitsipas dann. Aber ganz knapp auch im 5. Satz. Bosanic, wer ist denn Bosanic? Scheint talentiert zu sein. Also Djokovic gegen Tsitsipas, Nishikori gegen Federer, der sich hier durchgesetzt hatte. Dann Pavlasek gegen Davide Goffin und Djokovic gegen Nadal. So, also, Australian Open sind ohne uns rumgegangen. Wir schauen mal, dass wir uns erst noch mal ein bisschen ausruhen. Das hat nicht so viel gebracht. Aber egal, so richtig, wie gesagt, verstanden habe ich das Ganze noch nicht. Dann machen wir noch mal ein bisschen Rallye-Training, aber wie gesagt, nicht zu viel. Das hat jetzt richtig viel gekostet. Wir können auch einfach mal schwimmen gehen. Schwimmen bringt auch wieder ein bisschen was zurück und bringt trotzdem die Physis. Wir machen ein kleines bisschen Volley-Training. Ah, okay, Volley-Training macht auch Spaß anscheinend. Aufschlagtraining wahrscheinlich wieder nicht. Na doch, geht, geht, geht. Wir haben noch 11 übrig. Und wir müssen in der Woche ja nicht wirklich viel machen. Hauen wir den Rest jetzt hier rein oder dann ist es halt für die nächste Woche schwierig. So, sieht eigentlich erstmal alles soweit gut aus. Wir können den Topspin vielleicht nochmal verbessern mit den letzten 6 Stunden. Und dann hat er wieder keine Lust mehr. Ist er auf Null runter, der Tommy. Eieiei. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das richtig mache. Aber ich wüsste auch nicht, was ich jetzt ändern soll. So, keine Turniere letzte Woche in diesem Bewerb. Wahrscheinlich, weil Davis Cup war, der hier wahrscheinlich nicht stattfinden wird. Adam McNeil hat sich verbessert um 78 Positionen. Nicht schlecht. Thanasi Kokkinakis ist ja eigentlich auch talentiert, aber gehört ein bisschen zu diesen hirnverbrannten Australiern, um das mal nicht zu böse zu meinen. Matteo Berrettini, natürlich inzwischen schon einer der Richter, der in den Top Ten ist. Bernard Tomic, ebenfalls hirnverbrannter Australier. Ich mag Australier. Australier sind sportverrückt. Ich mag australische Sportler. Aber im Tennis mit Kyrgios, Kokkinakis und Tomic, tut mir leid, oder Tomic, sind das schwierig. Schwierige Spieler. So, wir labern uns jetzt hier so ein bisschen durch. Wir können, sind aber dann bald auch mit dabei, dass wir auch mal in ein Spiel reingehen, was ja auch ganz schön sein kann. Dann machen wir noch ein bisschen Volley. Nein, jetzt ist direkt auf Null runter die Kurzzeitform. Gut, dann müssen wir diese Woche ein bisschen Pause machen. Ist aber nicht schlimm. Dann sind wir nämlich jetzt dann in Woche 7 gleich. Wir schauen mal, in Montpellier gewinnt Bosancic schon wieder gegen Juan Martin Del Potro. Also die Serben sind extrem stark hier am Anfang der Saison. Schauen wir mal, ist er Serbe? Montpellier, Bosancic. Oh, nee, Australier. Okay, der nächste hochtalentierte Australier anscheinend. Also in Montpellier, Bosancic im Finale gegen Juan Martin Del Potro. Krajinovic gewinnt in Zagreb gegen Čoric, also serbisch-kroatisches Duell. In Viña del Mar hat Gomez gewonnen und zwar im Finale gegen Rafael Nadal. Das muss man auch erstmal schaffen. Also, schöne, spannende Turniere zu Saisonbeginn. Und jetzt müssen wir langsam ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu hart trainieren.
Ich würde noch mal ein bisschen Rallye trainieren. Da geht es erstmal nur leicht runter. Dann machen wir vielleicht, was haben wir noch nicht gemacht? Fahrradfahren ein bisschen. So 5 Stunden Radeln ist doch gut. Da geht die Kurzzeitform runter. Wir machen ein bisschen Yoga. Dann haben wir es wieder schön weit oben und verbessern unseren Aufschlag nochmal. So, aber jetzt geht es auch bald ins Turnier rein. Also wir müssen mit dem Training langsam ein bisschen vorsichtiger werden. Das hat dann eigentlich erstmal wieder gerettet. Dann machen wir mal eine Pause von 5 Stunden. Dann sind wir bei 68,1 und erhöhen vielleicht nochmal die Fähigkeit bei den Spezialschlägen ein bisschen mehr. Und den Topspin nochmal. Und dann haben wir auch keine Trainingsstunden mehr übrig. Und in der Woche drauf sollten wir es einfach gut sein lassen, weil wir dann zum Turnier gehen. Rotterdam, ein 500er-Turnier, gewinnt Federico Del Bonis, auch eher überraschend gegen Kei Nishikori im Finale. Bautista Agut, Tennis Sandgren, ja auch ein tolles Spiel gemacht. Ich glaube, das war gegen Roger Federer, der sich ja mehr oder weniger so ein bisschen ins Halbfinale schlawinert hat bei den Australian Open. Auch da 5-Satz-Match Tennis Sandgren, also Rotterdam eher überraschend für Federico Del Bonis. Dann San Jose, Carreño Busta gewinnt. Die amerikanische Hartplatzsaison hat schon angefangen gegen Fucsovics im Finale aus Ungarn. Cameron Norrie und Dusan Lajovic waren noch mit dabei. Und auf Sand gewinnt Milos Raonic das Turnier gegen Bradley Klan. Also auch etwas überraschend. Aber gut, jetzt ist es, denke ich mal, soweit. Wir fliegen und zwar in die Schweiz, von Deutschland in die Schweiz. Das machen wir jetzt natürlich erstmal. Coach kommt keiner mit. Es gibt ein Ein-Sterne-Hotel. Wie viel kostet das? Reisekosten für eine Woche. Cash jetzt nach einer Woche. Ja, komm, er kommt mal mit. Wir müssen ja mitkommen und dann schauen wir mal, wo sind wir? Da Tommy Haas gegen Sarny. Was hat der denn momentan so gemacht? Qualifikationsrunde 1 hier auch. Hier hat er sich qualifiziert in Panama. Ist dann bis in die zweite Runde gekommen und hat einen Ranglistenpunkt erhalten. So, da bin ich mal gespannt. Das ist jetzt unser Spieler. Wir haben so ein paar und 30er Prozentwerte. Ja, die Volleys sind, wie gesagt, noch nicht der Rede wert. Die Spezialschläge auch noch nicht so stark, aber von der Grundgeschwindigkeit sind wir erstmal ganz okay. Die Kurzzeitform haben wir jetzt nicht mehr perfekt hinbekommen, aber die Energie ist auf jeden Fall da. Deswegen trainieren wir da jetzt auch nichts mehr. Und unser Gegner, buiuiuiui, da werden wir wahrscheinlich verlieren. Da haben wir keine Chance. Er ist in allen Belangen überlegen. Jesper Sarny, das wird ganz, ganz schwierig werden. Wir können vielleicht das ein oder andere Spiel auf der Tour gewinnen. Aber das wird erstmal schwierig werden. Was sind denn seine Stärken und seine Schwächen? Vorhand, Härte 43%, eigentlich sehr, sehr ausgeglichen. Da würde ich jetzt keine Präferenz reinstellen. Der Volley, da ist die Rückhand schwächer. Das ist aber bei vielen Spielern so. Der Smash- und Netzpräsenz ist relativ hoch. Also er rennt häufig ans Netz, von der Grundlinie vielleicht nicht ganz so stark. Der Aufschlag ist natürlich deutlich besser als bei uns. Aber die eher langsamen Plätze liegen ihm. Also wir sollten vielleicht aggressiv spielen. Spezialschläge, Lob- und Passierschlag. Wir werden eh nicht ans Netz rennen, von daher kann er die gegen uns nicht anbringen. Geschwindigkeit und Reflexe sind sehr, sehr gut. Die mentalen Fähigkeiten ist er uns haushoch überlegen. Auch bei der Erfahrung liegt er deutlich vor uns. Das wird ein hartes Stück Arbeit. Jetzt können wir endlich mal in das 3D-Spiel reingehen und schauen. Tommy Haas, hier sehen wir ihn. Ich finde, das ist schon sehr realistisch getroffen. Bleiben wir erstmal beim ausgeglichenen Spiel. Die Vorhand direkt mal ins Ausgezimmert. Also 15-0 für den Finnen. Und wir werden mit ziemlicher Sicherheit ausscheiden, das kann ich schon mal sagen. Starker Aufschlag. Er ist wirklich ein guter Aufschläger. Da kommt einiges auf Tommy zu. Aber so stand er wirklich immer beim. Jawohl, gut. Gut retourniert. Und jetzt die Linie lang. Nee. Sehr gut. Da hatten wir den Ball mal im Spiel und haben gleich gezeigt, dass wir aggressiv sind. Was ich euch jetzt gleich noch zeige, wollte euch jetzt ganz kurz mal den 3D-Modus anschauen lassen. Ich hoffe, das ist nicht zu laut. Alles, ja, der Aufschlag war stark.
schade. Aber die einhändige Rückhand sieht auch sehr Tommy Haas-like aus. Nur der Zopf ist ein bisschen merkwürdig, der durch die Kappe ragt. Vorhand-Slice eher selten. Und den verzieht er völlig. Also 1-0. Ich würde mal das offensive Spiel ein bisschen höher machen. Und man sieht hier investierte Energie sicherlich eher in den 5-Satz-Matches ein bisschen. Warum man jetzt Seven Volley gespielt hat, ist mir ein Rätsel. Da kann man sicherlich mit die Energie mal ein bisschen zurücknehmen. Wenn man eh 5-0 hinten liegt im 4. Satz, dann kann man das lassen. Distanz zur Grundlinie kann man einstellen. Die Angriffsbereitschaft, die ich jetzt hochgestellt habe, Netzangriffbereitschaft natürlich eher hinten anzustellen. Dann kann man einstellen, ob ich jetzt ihm eher auf die Vor- oder auf die Rückhand spiele, ob ich das Grundlinienspiel bevorzuge oder eben für Vorhand und Rückhand, also ob ich die selber schlagen möchte. Da wir da auch sehr ausgeglichen sind und Tommy Haas ja eine starke Rückhand hatte, die sehr fehleranfällig häufig war und damit ist sein Spiel auch gestanden oder gefallen. Jetzt zwei leichte Fehler vom Finn, 30-15 Tommy Haas. Können wir hier unser erstes Spiel machen? Zweiter Aufschlag, Return-Winner, gleich attackiert vom Finn. Also wir müssen schauen, dass wir den ersten Aufschlag relativ sicher reinbekommen. Man kann hier oben noch umstellen. Da können wir noch nicht so viel machen. Da müssen wir erst unsere Taktikwerte auf 40% erhöhen. Also bislang können wir nur so dieses Grundlegende einstellen. Da gibt es direkt den Breakball für den Finn. Aber wie gesagt, das wird dauern, bis wir bei Turnieren auch bis ins Finale vorstoßen. Der erste Aufschlag will auch einfach nicht kommen bei Tommy Haas. Wieder leichter Fehler. So kommen wir zum Einstand. Wir schauen uns dieses Aufschlagspiel jetzt nochmal komplett an. Vielleicht das nächste auch noch, je nachdem wie das ausgeht. Erster Aufschlag kommt. Und wenn der Ball im Spiel ist, sind wir eigentlich gar nicht so schlecht. Wir sind nicht haushoch unterlegen. Und der nächste Fehler. Advantage Service. Sehr, sehr gut. Wieder ein guter Erster. Die Quote muss stimmen. Wie gesagt, die Rückhand finde ich sehr Tommy Haas-like. Oh, der war auch ganz knapp drin. Hat Tommy Haas sich nicht gut bewegt. So, komm, bring den ersten Aufschlag mal nach außen und dann schön mit der Rückhand das offene Feld nutzen. Advantage Return. Als hätte er es gehört. Aber leider verzogen die Rückhand. Jetzt wieder Breakball für den Finn. Sehr schön. Also, dass da immer Fault gerufen wird, wenn der Ball ins Netz geht. Ich weiß nicht, warum das ist. Aber davon sollte man sich jetzt auch nicht beeinflussen lassen. First Service. Ich würde erstmal so weiterspielen. Bislang machen wir das eigentlich ganz gut. Wir sind leicht aggressiv, spielen recht ausgeglichen. Der Spieler ist uns überlegen, der andere. Aber wir machen das eigentlich ganz gut. Advantage jetzt leider Return, bleibt der Ball an der Netzkante hängen und es gibt wieder Breakball für den Finn. Sehr schön. Da applaudiere ich Tommy Haas. Dem jungen Tommy, von der Atmung her sind wir besser, da haben wir ihn mehr laufen lassen. Vielleicht können wir uns das jetzt ein bisschen zum Vorteil machen. Sehr schön, der sieht gut aus. Der könnte lang sein und Spielball für Tommy Haas. Spannendes Auftaktspiel. Boah, guter Return. Sehr gut. Also 1-1, jetzt bringt den Aufschlag durch. Aber sein Aufschlag ist sehr stark. Ja. Da werden wir Probleme haben. Obwohl er sich auf langsamerem Belag wohler fühlt, werden wir da echt Probleme haben, das zu retournieren. Aber auch sehr fehleranfällig. 15 beide. Ja, erstmal nur retourniert und dann haut er auch weg. Also da ist die Streuung sehr, sehr groß beim Finn. Alter Finne. Hätte nicht gedacht, dass wir hier Chancen haben. Aber bislang, wie gesagt, sind wir wegen des Belages
dann doch nicht ganz unterlegen. Und da hat er den zweiten Aufschlag versucht zu attackieren. Wie gesagt, man hat hier die Möglichkeit, aber momentan möchte ich den Spieler da jetzt auch nicht überfordern, sondern wir lassen ihn mal so spielen, wie er es kann. Und momentan läuft es ja gut, aber da sind wir dann doch ausgespielt worden. Spielball zum 2:1. Und dann zeige ich euch, dass es noch verschiedene Optionen gibt in dem Spiel. So, ein bisschen attackiert den zweiten und mit der Rückhand haut er den wieder ins Aus. Also ganz, ganz große Streuung. Jetzt geht es wieder über einen Stand. Boah, der Aufschlag war gut. Ja, zu druckvoll. Ja, da ärgert er sich zurecht. Da war noch mehr drin. Der war auch knapp an der Netzkante. Guter Aufschlag. 2:1 für den Finn. Wie gesagt, ist jetzt noch nicht ganz so wichtig. Man kann hier unten entweder zum nächsten Game oder eben auch zum nächsten Punkt. Da sehen wir, Tommy Haas hat 15:0, hat den Punkt also gemacht. Man kann aber auch zum nächsten Game schon vorspulen. Da sehen wir leider das Break für den Finnen. 3:1 jetzt für ihn. Das ist natürlich schade gelaufen. Bislang lief es eigentlich ganz gut. Man kann auch bis zum nächsten Satz vorspulen. Aber ich finde es jetzt gerade eigentlich ganz interessant, jetzt den Lob zu spielen, aber das kann Tommy Haas anscheinend noch nicht. 15 love. Dann gehen wir nämlich jetzt nochmal zum nächsten Game und dann sehen wir 4:1 für den Finn, hat das Break jetzt quasi auch bestätigt. Boah. Ach, hat er ins Netz gehauen, ich dachte schon, wenn er jetzt nochmal den Passierschlag oder Crosscourt da reingehauen hätte, das wäre schon große Klasse gewesen. So, wir sehen, wo wir es noch verbessern müssen. Von der... da würde ich das Hawkeye aber mal fragen. Das gibt es hier aber leider nicht. Das wäre auch noch so eigentlich ziemlich cool, das mit einzubauen. Zumindest weiß ich nicht. Vielleicht gibt es das bei den großen Turnieren dann, das Hawkeye. Also die Präzision ist bei Tommy Haas schon ganz gut. Der Aufschlag macht noch Probleme. Aber an sich spielt er hier gar nicht verkehrt gegen einen Spieler, der deutlich, deutlich stärker ist. Unten sehen wir die Atmung, Energie, Kurzzeitform. Gestresst ist er ein bisschen. Sehr schön. Tolle Rückhand. Die einhändige Rückhand von Tommy Haas. 15. Bringt ihm 2 Spielbälle ein. Vielleicht sollten wir einfach nicht mehr vorspulen, dann gewinnt er das. Aber sollte ja eigentlich keinen Unterschied machen. Nee, aber an sich finde ich, man kann das Spiel sehr, sehr gut sich anschauen. Ich finde die Ballwechsel realistisch. Auch die Änderungen, die man hier an der Seite vornimmt, machen Sinn. 4:2. Schauen wir uns nochmal das Return-Spiel an, ob wir da eine Chance haben. Ansonsten würde ich den ersten Satz dann mal beenden. Ach, da stand er nicht gut zum Ball, zu weit weg. Leichter Unforced Error beim zweiten Aufschlag. Boah, guter Aufschlag. Durch die Mitte. Da konnte er es nicht mehr retten. Wir spielen mal mehr auf die Rückhand. Einfach nur, um es zu zeigen. Weiß nicht, ob er das... Ja, gut. Mal schauen, ob das jetzt irgendwie, ob das passt, ob wir nochmal einen Ball retournieren können. Jetzt ist er gerade ganz gut im Rhythmus beim Aufschlag. Boah. Stark, fällt es offen. Nee, hat er nicht die Power, Tommy Haas, um da den Punkt eben zu machen. Das Feld war offen. 5:2. Jetzt kommt unser Aufschlag und jetzt achten wir, wie gesagt, mal drauf, ob er da auch vermehrt. Volley haben wir nicht trainiert, Junge. Trotzdem den Punkt gemacht. 15 love. Schwacher erster Aufschlag. So, Vorhand funktioniert gut. Jetzt ist das Feld offen. Vielleicht auch mal einen Stoppball oder sowas spielen. Er spielt die Linie lang und dann... Sobald Tempo reinkommt, sobald Tommy Haas bewegt wird, dann gibt es Probleme. Ich habe ihm auch einen schönen Kick-Aufschlag mitgegeben im Tommy Haas. Das konnte er ja auch immer gut. Boah, Surf and Volley mit dem zweiten. Völlig wahnsinnig. Also Netzangriffe bitte runterfahren. Oh, der war gerade so drin und 30 beide. Guter Return, sehr guter Return. Mit ein bisschen Glück
Da ärgert sich Tommy auch zu Recht. Jetzt gibt es den Satzball für den Finn. Der ist viel zu weit. Da würde auch ein Hawkeye nicht helfen. Guter Return, keine Chance. Verdient 6 zu 2 für den Finn. Geht der erste Satz weg. Dann sieht man hier noch schön die Statistiken. Erster Aufschlag haben wir 22 von 31 reingebracht. Eine hohe Quote eigentlich, 71%. Brauchen wir auch, ansonsten haben wir gar keine Chance. Wir sehen, zwei Asse wurden geschlagen. Da sind wir noch viel zu langsam. Schnellster Aufschlag bei uns 135 Stundenkilometer. Das sind 30 Kilometer Unterschied. Wenn man sich mal anschaut, Zverev schlägt auf jeden Fall so um die 190 bis 200 im Schnitt auf, wenn nicht sogar noch mehr. Dann haben wir nur einen Winner geschlagen, aber es gibt natürlich viele unerzwungene Fehler vom Gegner, von denen wir profitieren. 20 zu 32, ich finde, bin damit erstmal zufrieden. Jetzt gehen wir in den zweiten Satz rein, spulen ein bisschen schneller vor. Da sehen wir, dass der Finne sich relativ schnell das erste Aufschlagspiel sichert. Schauen, ob Tommy Haas da nochmal zurückschlagen kann. Oh, jetzt 1 zu 1, sehr schön. Wir bleiben erstmal im Satz, aber Return-Spiel ist nicht unseres. Ich denke mal, dass es jetzt auch schwierig wird, den Aufschlag nochmal durchzubringen. 1 zu 3. Da zieht der Finne jetzt weg. Wir gehen mal bis zum, ja, das ist entweder Matchende. Wir können aber auch bis zum nächsten wichtigen Punkt vorspulen. Und da sehen wir jetzt drei Breakbälle wieder für den Finn beim Stand von 1 zu 4. Tommy Haas vor dem Aus bei seinem allerersten Future Event. Und der ist weg. Und dann steht es 5 zu 1 für den Finn. Wir gehen zum Matchende und werden wahrscheinlich 1 zu 6 verlieren. 6-2, 6-1 für Sarni, der dann im zweiten Satz uns gar keine Chance mehr gelassen hat. Da haben wir auch nicht mehr so viele Punkte geholt. Also 31 zu 61 Punkte. Zurück zum Coach Center kommen. Ich drücke jetzt einfach mal Nein, weil wir ja eh in der Schweiz bleiben. Und wir haben hier noch 14 Trainingsstunden rein theoretisch, die wir vergeben könnten. Ich würde mal in den Aufschlag ein bisschen was investieren. Machen dann noch ein bisschen Yoga. Und Volley weiß ich nicht, ob wir da trainieren müssen, aber der Aufschlag muss noch besser werden. Und die Spezialschläge vor allem müssen besser werden. So, das wäre dann nochmal das Training. Und die kommende Woche haben wir dann wieder ein Turnier. Also wir sind direkt ausgeschieden, klar, aber man hat ja gesehen, von den Werten war der Gegner doch deutlich zu stark. Wie gesagt, die amerikanische Hartplatzsaison hat begonnen. In Memphis geht es weiter. Raonic gewinnt dort gegen David Goffin. In Marseille gewinnt Khachanov gegen Chumur. In Buenos Aires auf Sand. Mutig, mutig. Roger Federer traut sich auf Sand in Südamerika. Gewinnt gegen Delbonis, der ja vorher noch in Rotterdam das Turnier gewonnen hatte. Schwarzmann, Iwaschka, also schon gute Spieler dabei, überrascht ein bisschen Roger Federer, der ja auch einige Saisons lang oder eine ganze Zeit lang auch die Sandplatzsaison weggelassen hat, weil es für ihn zu anstrengend war. Eigentlich wollte er das ja dieses Jahr ändern, oder war das schon letztes Jahr? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat er angekündigt, wieder Sandplatzturniere zu machen. Jetzt hat er sich natürlich verletzt, auch nach den Australian Open hat er sich operieren lassen. Wollte zu Wimbledon wieder fit werden. Jetzt ist das Wimbledon-Turnier natürlich auch noch abgesagt, was sehr schade ist. So, wir bleiben von der Schweiz in die Schweiz, ist jetzt nicht ganz so viel. Wir sehen, dass wir unser Geld dann allerdings auch schon ziemlich aufgebraucht haben. Muss mit seinem Spieler kommen. So, und das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. In der nächsten Folge geht es gegen Tuliatos. Der ist die Nummer 641 der Welt. Der wird auf jeden Fall nochmal besser sein als der Gegner, den wir gerade hatten. Das wird sehr, sehr schwierig werden. Werden wir wahrscheinlich auf den Sack kriegen, aber dann schauen wir einfach mal, dass wir vielleicht nochmal eine Pause machen und uns besser auf die nächsten Turniere vorbereiten. Ich sage Dankeschön fürs Schauen. Mir macht es sehr viel Spaß, dieses Tennis zu kommentieren. Vielleicht habt ihr ja auch ein bisschen Lust drauf und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann!